Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate. Und ich wollte eigentlich in dieser Folge natürlich die Jacob-Mission weitermachen, aber hab dann gesehen, da gibt es noch was Schönes. Und da bin ich gerade auf dem Weg hin. Einfach so. Und ich weiß nicht, was das ist. Also ich weiß es jetzt natürlich schon. Aber ich wusste nicht, was das ist. Und deshalb einmal schnell dahin. Komm näher, Ziffer. Und vielleicht kennen wir uns schon. Ja. Vielleicht nicht. Diese Stimme kennt man schon. Du suchst nach einem Artefakt. Lass mich dir die Wahrheit zeigen. Die Stimme aus dem Computer von Assassin's Creed 3 oder aus diesem großen Tempel. Nein. Hallo. Ich möchte da nicht. Du hast schon früher nach einem Artefakt gesucht. Doch oh, heute ja. Möchte ich mit dir über die Zukunft sprechen. Folge Lydia Fry. Sie wird dich zu mir führen. Okay. Dann machen wir das mal. Fällt er da einfach um. Wie so ein Sack deutscher Kartoffeln. Hm. Da fällt mir auf, ne? Oh, wir haben den ganzen Fähigkeitenbaum, den alles bis das, was Jacob und Evie einzeln haben. Aber da fällt mir ja auf, ne? Wir sind jetzt scheinbar im Ersten Weltkrieg. Und die Assassinen haben sich sozusagen in dieser Zeit. Wie ist die Position der zweiten Welle? Nicht weiterentwickelt, denn die haben immer noch diese Galvani-Bomben, Wurfmesser, Rauchbomben und die Pistole. Haben wir nichts Neues. Klingt irgendwie komisch. Ne? Die klingt wirklich komisch. Okay. Sofort stehen bleiben! Das ist aber nicht sehr höflich. Selbst in harten Zeiten wie diesen dürfen wir die Regeln des Anstands niemals vergessen. Waffen runter. Die Regeln des Anstands. Winston Churchill. Anscheinend verfolgten wir beide dieselbe Spur, Miss Fry. Ich war zuerst hier. In der Tat, Sie sollten belobigt werden. Ich fürchte allerdings, dass wir das Böse in dieser Gegend noch nicht gänzlich ausgemerzt haben. Es gibt noch ein Funkgerät. Begleiten Sie mich doch, wenn Sie so freundlich wären. Das zweite Gerät muss gefunden werden, sonst verdunkelt bald eine neue Welle Zeppeline den Himmel. Gehen Ihnen die Soldaten aus, Winston? Wenn Sie Ihre beneidenswerten Talente bei der Tower Bridge einsetzen könnten, wäre Ihnen der Dank einer mutigen, doch belagerten Nation sicher. Ich würde mich mit dem Wahlrecht begnügen. Warte mal, heißt das, dass die Frauen damals im Ersten Weltkrieg kein Wahlrecht hatten? Oder dass sie nicht das Wahlrecht hat, weil sie eine Ausländerin ist?
Einmal kurz gucken. Zack. Na? Wieso habe ich jetzt hier nur... Da. Zack. Okay. Also es sieht so aus. Als die Frauen wirklich zu der Zeit das Wahlrecht bekommen haben. Na? Also, ah, hier. Nee. Also, die haben tatsächlich... Okay. Also, scheinbar haben die Frauen erst 1928 das Wahlrecht bekommen. Warum schieben wir die Wagen nicht einfach aus dem Weg? Dieser neue Captain hat komische Ideen. So, also wir müssen jetzt Informationen stehlen und das Funkgerät finden. Ja, das Funkgerät finden wir wahrscheinlich ziemlich einfach. Und die Informationen zu stehlen ist, glaube ich, etwas schwieriger. Die letzte Warnung. Du hast die Reise von zu spät, Assassinen. London wird brennen. Sind das jetzt eigentlich Deutsche oder Engländer, die wir da gerade abgeschlachtet haben? Namen, Daten. Ah, hier steht was von einem Funkgerät. Aber wo ist es? Das ist eine gute Frage. Ja. Oh, er ist halt weh. Dran wirst du schon runterkommen müssen. Ah. Hallo. Ich kann sie treffen. Nein. Bist du ja. Einer muss ihr in den Rücken fallen. Ich nehme das aus, Leute, wie du käme an mich ran. Was war denn das für ein Tritt? Das war ein ziemlich geiler Tritt, ja? Ich breche dich in zwei Hälften. Ja, ich gerne brechen. Das klingt nicht so besonders nett. Ich komme näher. Das Funkgerät ist irgendwo am Fluss, aber ich brauche mehr Details. Erstmal die Kiste snacken. Naja, ich finde, die sieht mit diesem Assassinengewand irgendwie so aus, als, waren das die Proterianer? Nein. Aus Mass Effect, die Leute, die Grunt und Bats? Rex, meine ich. Rex und mir gefällt nicht, wie die neuen aussehen. Die stellen ich hier inzwischen weiß jeden nicht. Ein. Auf jeden Fall, die Typen, zu denen auch Rex gehörte. Rex?
Wurde das so mal so ausgesprochen? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall die mit den... Die Dicken mit den Ganzkörperpanzer da, die gerne Schrott und so weiter... Schrotzen benutzt haben. Ich finde, so sieht die tatsächlich aus mit ihren... Mit, wenn die ihre Kapuze aufhaben. Naja. Muss ich irgendwie an ihn da dran? Wie mache ich das? Ich sehe sie! Wo ist sie? Beschäftigt sie! Komm schon! Jetzt haben wir sie! Komm schon! Und? Nicht da! Ah, jetzt sind plötzlich zwei wieder da. Hier, packt sie nicht! Das war's, Freundchen! 20er-Kombo, 26er-Kombo. 30er-Kombo. Clever, das Funkgerät befindet sich in der Brücke, im Nordturm. Da sollte ich mal guten Tag sagen. Hat er doch... Warte mal, hat Churchill uns nicht erzählt, dass wir unsere Talente an der Tower Bridge an... einsetzen sollten? Wieso haben wir es nicht gemacht? Und wieso liegt da Stroh? Komm, auf zur Tower Bridge. Dahin. Oh, cool. Einmal komplett zur Tower Bridge. Und ab nach oben. Das sieht irgendwie befremdlich aus, wie die da hochläuft. Sehr befremdlich. Warte mal. Es gibt hier Scharfschützen. Das ist schon irgendwie geil. Ja. Auf zum Turm, 99 Meter. Das kriegen wir hin. Nur auf der anderen Seite nicht runterfallen. Wir dürfen jetzt nur nicht runterfallen. Da ist auch größtenteils nichts, also laufen! Oh, da war ein Flugzeug unterwegs. Eigentlich wollte ich den Glitch haben, aber ich habe ihn nicht bekommen. Nein, nein, nicht hier runterfallen, nicht hier runterfallen. Kann ich von hier aus einen Todessprung ausführen? Wahrscheinlich. Hier unten rein? Nein, ich möchte rein. Natürlich nicht. Man stellt natürlich in Zeiten des Krieges die Teile so mit Material voll, dass man nicht mehr durchkommt. So von wegen Flucht, und Arbeitssicherheit und sowas. Ne? Oh. Na? Nein! Nein! Nein, 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 weg, 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 weg! Oh shit! Scheiße, 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 scheiße! Okay. Das ist nochmal gut gegangen. Das ist nochmal richtig gut gegangen.
Ich dachte, ich hätte die Kiste einfach da unten hinwerfen können und alle zerstören können. Wäre zumindest ziemlich witzig gewesen. Naja. Dann gehen wir so halt wieder hoch. So, sind wieder oben. Und lass die anderen mal ein bisschen sich gegenseitig zermetzeln. Ja? Töten. Wurfmesser. Es ist getan, Sir. Es ist noch zu früh zum Feiern. Eines dieser verdammten Luftschiffe ist durchgebrochen. Keine Sorge, ich habe einen Ausweichplan. Einen Ausweichplan? Okay. Ein dicker Zeppelin. Wie schön. Da müssen wir hin, ab aufs Boot. Natürlich springen wir daneben. Churchill irrt sich. Aber ich habe schon mal auf Sachen gezielt. Wir schießen die Flugzeuge ab und unsere Jungs holen sich die Zeppeline. Gut. Auf die Flugzeuge, komm. Haha, Treffer. Und? Fleischschießmodus.
sind unsere. Oh. Es sieht schön aus. Ja. Haben sie jetzt keine coolen Explosionen mehr? Ein herzerwärmender Anblick, Miss Fry. Ein Teil der Anerkennung gebührt ihrem bemerkenswert bewaffneten Boot. Ein experimenteller Prototyp aus meiner Zeit als Lord der Admiralität. Ich war nicht immer ein Mann der Schatten. Und ich schätze, dieser Sieg wird sie wieder zurück ins Rampenlicht rücken. Wir mögen den Feind zurückgeschlagen haben, aber es gibt immer noch deutsche Agenten in London. Momentan gibt es eine neue Gruppe, anders als alle anderen zuvor. Sie besitzt einen fanatischen, beinahe religiösen Eifer. Und Sie glauben, ich bin die richtige Frau für diesen Job? In der Tat. Ich möchte Mr. Asquith nicht ohne triftige Beweise einschalten, doch ich glaube, Sie stellen eine ernste Gefahr dar. Wenn Sie sich der Sache annehmen, gebe ich Ihnen mein Wort, dass ich, sobald ich wieder Mitglied des Parlaments bin, sehen werde, ob ich nicht etwas für Ihr Anliegen tun kann. Das Frauenwahlrecht? Wie Sie ja wissen, kann das Recht zu wählen tödlicher sein als eine Kugel oder Klinge. Ich hab's auf jeden Fall geschafft. Wie schön. Hallo, Juno. Einst wandelte ich auf der Erde wie du. Ich wurde in die Kaste der Illuminaten geboren, in der Stadt Fillon, im Jahr 2195 des ISO-Zeitalters. Nun reise ich durch die breiten Flure eurer Maschinen und treibe durch das Grau. Aber ich werde stärker. Bald ist die Welt bereit für meine Rückkehr. Okay. Und deshalb habe ich dich in diese kriegerische Simulation gerufen. Um dir eine Geschichte zu erzählen. Unsere Geschichte. Ja, erzähl mal. Erzählst du nichts, ja? Wie sie sehen sie nichts. Aber ich habe 4 Fähigkeitspunkte erhalten. Und das bedeutet, wenn ich zurückkehre, werde ich Level 9 werden. Oh. Und es gibt einen Erinnerungsgegenstand. Es gibt neue Erinnerungsgegenstände. Wie schön. Naja. Ja, wie es so aussieht, muss ich jetzt nochmal hoch in den Nord Tower. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.